So, Salveter des Kimoli, des Kimoli Equo. Oh, habt ihr gerade meine Socken gesehen? Wuh, sau sexy, oder? Ja. Ich starte gleich den Timer. Ich bin ja schon die ganze Zeit am Labern. Also das sind jetzt alles, das nehme ich ja alles hintereinander auf und kommt jetzt erst an den verschiedenen Tagen raus. Und ich merke jetzt schon wieder, dass ich danach noch eine Folge machen kann. Aber ich muss mich jetzt hier echt mal bremsen und sagen, wir machen daraus nur 3 Teile. Ich werde jetzt noch über das Thema Vertrauen reden und ein bisschen über Beziehungen und dann nochmal zurückgreifend auf das Thema Liebe. Glaube ich mal, es kann sein, dass ich jetzt irgendwie am Schluss bei Beyblade oder sowas rauskomme, aber Beyblade for the win. Und ich muss wieder trinken, weil ich gestern zu hart geschrien habe, weil wir Weltmeister geworden sind. Und es kann sein, dass es zwischendrin einen Cut gibt. Das bedeutet, ich muss es bei jedem Video sagen, weil vielleicht sind irgendwelche neue dazugekommen, die SD-Karte in der Kamera spinnt einfach und beendet einfach mal die Aufnahmen zwischendrin. Es ist trotzdem One-Shot, weil ich danach sofort, also wenn es anhält, sofort auf Aufnahmen wieder klicke und dann geht es sofort weiter. Ist das jetzt ein Donner? Nee, da kommen komische Geräusche von draußen. Naja, werden wahrscheinlich noch irgendwelche feierlustige Menschen sein. Das war echt ziemlich krass gestern mit der WM. Oh. Vor allem, ich konnte mich am Schluss gar nicht mehr so freuen. Weil es war halt einfach zu viel und ich wollte eigentlich nur noch pennen. Egal, jetzt zum Thema Vertrauen. Vertrauen in Beziehungen. Ich glaube, das Wort Vertrauen wird von vielen Menschen falsch verstanden. Erinnern wir uns mal zurück, erinnert ihr euch mal zurück, wann habt ihr das letzte Mal gehört, wie jemand über das Thema, über das Wort Vertrauen in den Mund genommen hat? Vermutlich, als er gesagt hat, ich vertraue meinem Freund, / meiner Freundin, dass sie er mir nicht fremdgehen wird. Oder dass sie das und das nicht tut. Oder dass sie das und das tun wird, was ich möchte. Und das ist kein Vertrauen. Das ist Hoffnung. Und das ist ein Riesenunterschied. Was ist der... Also, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes sagen soll. Das Wort Vertrauen und Hoffnung. Das sind zwei Wörter, die nichts miteinander zu tun haben. Aber die meisten Menschen, die über Vertrauen reden, reden eigentlich über Hoffnung. Das war die Movie-Aufnahme, die beendet wurde. Denn Vertrauen ist... wo war's? Nee. Denn Hoffnung ist ein Weg. Hoffnung hat immer ein Ziel. Hoffnung hat immer eine Bedingung. Was bedeutet eine einbindende Vertrauenssache, wow, das war gerade ein komisches Wort, ist Hoffnung. Vertrauen ist unbedingt. Unbedingtes Vertrauen. Unbedingtes Vertrauen, das klingt komisch, ja. Das ist ein Punkt. Hoffen oder Hoffnung hat immer einen Weg, hat immer eine Bedingung, immer ein Ziel, was eingehalten werden muss, damit die Hoffnung bestätigt wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich vertraue dir, dass du mir nicht fremd gehst, dann bedeutet das eigentlich, ich hoffe, dass du mir nicht fremd gehst oder ich hoffe, dass du das und das tust. Vertrauen ist immer bedingungslos. Vertrauen hat nichts damit, also Vertrauen muss bei euch entstehen und muss frei sein von Bedingungen. Was bedeutet, ich vertraue meinem Partner, ich vertraue meiner Freundin, meinem Freund, bedeutet, egal was der tut, ich vertraue dem Menschen, den ich liebe. Dass so wie er ist, dass es richtig ist. Und das ist etwas, da muss man sich, glaube ich, frei machen von Bedingungen. Und das ist verdammt schwer, weil Menschen sind immer logisch und haben immer Bedingungen. Es gibt immer so Regeln, an die man sich halten muss. Und Vertrauen ist etwas, das kann man, glaube ich, gar nicht so einfach begreifen. Und das muss man auch erstmal lernen, dass man vertraut. Ganz wichtig auch, Vertrauen kann man nicht aufbauen. Immer wenn man sagt, ja, Vertrauen muss man erst aufbauen in der Beziehung, nein. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung aufzubauen, dass die Hoffnung irgendwann so stark ist, dass man hofft, dass das eingehalten wird, was man denkt. Das ist nicht Vertrauen aufbauen, sondern die Hoffnung aufzubauen, die dann vermutlich irgendwann zerstört wird, denn jede Bedingung ist irgendwann vernichtet. Das ist normal. Vertrauen kann man aufbauen, aber das hat keine Steigerung. Vertrauen muss man erlernen und wenn man es erlernt, ist es da. Es ist ein Zeitpunkt, an dem man begreift, jetzt vertraue ich meinem Partner, dass egal was er tut, dass das richtig ist. Dass ich mich dem Ganzen öffne, so wie es ist. Und das bedeutet eigentlich Vertrauen. Ich muss kurz auf die Uhr schauen. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade diesen epischen Moment unterbreche. Okay, 4,5 Minuten. Ich muss auch noch mal kurz was trinken. Ich mache jetzt einfach mal so eine Mindbreak-Pause, dass ihr mal drüber nachdenken könnt. Und das bedeutet eigentlich das Wort Vertrauen. Weil immer wieder lese ich, sehe ich überall, dass die Menschen sagen, ah, ich vertraue meinem Partner zwar so, dass er mir nicht fremd geht, aber natürlich, die Angst ist immer da, ja, dann ist das kein Vertrauen, dann ist das Hoffnung, dass du hoffst, dass er dir nicht fremd geht und das kann so nicht funktionieren. Das ist aber etwas, was ich denke, was jeder Mensch irgendwie erstmal lernen muss, seinem
seinem Freund, seiner Freundin einfach blind zu vertrauen. Ich meine, klar, man öffnet sich damit, man läuft auch irgendwie der Gefahr aus, dass man verletzt wird. Aber ich denke, das Risiko muss man eingehen, wenn man jemanden liebt. Denn Liebe ist bedingungslos, also ist Vertrauen auch bedingungslos. Generell, du kannst niemals etwas von jemandem erzwingen, dass du sagst, ich vertraue dir, dass du mir nicht fremd gehst. Damit erschaffst du eine Bedingung, so ähnlich wie in meinem letzten Video, wo ich über Beziehungen geredet habe, dass irgendwie so ein Konstrukt, eine Regelung ist, was gefühlsmäßig einfach nicht funktionieren kann. Denn, wie ich in meinem ersten Video gesagt habe, Liebe ist unvernünftig. Und unvernünftig ist immer etwas, was gegen Regeln bricht. Und sobald du Regeln aufstellst, damit erschaffst du ja nur die Möglichkeit, diese Regel zu brechen. Und Liebe ist unvernünftig, also wird die Regel irgendwann gebrochen werden. Was bedeutet, wenn du deinem Partner Regeln aufstellst, dann erschaffst du damit erstmal die Möglichkeit, gegen diese Regel zu verstoßen. Wenn du also eine Beziehung haben willst, wo dein Partner dir nicht fremd geht, wo gewisse Regeln eingehalten werden sollen, dann erschaffe keine Regeln. Denn wenn dein Partner dich liebt, wenn dein Freund, deine Freundin dich liebt, dann wird er diese Regeln einhalten, ohne dass du ihm sie aufstellst. Nur dann kann es funktionieren, weil wenn du jemanden liebst, dann tust du das bedingungslos. Und eine bedingungslose Liebe ist genau das, worauf wir alle aus sind. Ich hoffe, dass ihr das in etwa verstehen könnt. Ich muss immer wieder auf die Uhr schauen, weil ich echt nicht so lange reden will. Okay, ich muss echt langsam zum Ende kommen. Es tut mir leid, ich könnte jetzt noch stundenlang über das Thema referieren und es tut mir gerade auch mega weh. Vielleicht mache ich auch irgendwann noch mal eine Folge, wo ich ein bisschen weiter über das Thema rede, aber hier möchte ich es erstmal eingrenzen und euch verstehen lassen. Liebe ist das größte Gefühl der Menschen. Das wichtigste Gefühl unserer Evolution, unserer Revolution. Und ihr solltet euch der Liebe immer so öffnen, wie es kommt. Überlasst es dem Schicksal, auch wenn ihr nicht an Schicksal glaubt, so wie ich. Also teilweise glaube ich an Schicksal. Aber versucht niemals, die Liebe logisch zu gliedern oder zu regeln oder was auch immer. Nehmt es einfach so an, wie es kommt. Und dann werdet ihr das auch erst funktionieren. Denn Liebe ist nicht logisch. Liebe hat keine Regeln. Liebe ist nicht vernünftig. Liebe ist ein Gefühl, das so eine große Macht hat. Ich glaube, das ist die größte Macht auf Erden. Alles entspringt der Liebe. Oh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist gerade so mind-exploring, was Liebe eigentlich bedeutet. Das ist so ein Wort, das hörst du täglich, das siehst du täglich. Das hat so an Wert verloren. Ich liebe dich wird so oft gesagt, dass es an Wert verliert. Das ist vergleichbar mit Hallo, wie geht's dir? Also, natürlich nicht so krass, aber das wird so oft benutzt, aber wenn man sich mal hinsetzt und mal drüber nachdenkt, was es bedeutet, was dieses Gefühl in uns Menschen bewirkt, dann ist das so unvorstellbar. Ich kann es gar nicht beschreiben gerade. Ich muss jetzt auch zum Ende kommen. Schreibt mir eure Meinung zu allen drei Themen, alle irgendwie hier, nicht hier unten drunter, aber halt unter die Videos, was ihr über die Themen jeweils denkt. Und ja, damit mache ich jetzt erstmal einen Break, wo ich sage, das war's dann zum Thema Liebe. Vielleicht kommt, wie gesagt, nochmal irgendwie ein Video darüber und ja, das nächste Video kommt dann vielleicht morgen. Ah, nee, kommt nicht. Ha, denn, das muss ich noch erklären, ich habe eine Spontan-OP bekommen. Ich bekomme am Donnerstag, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, vermutlich ist das heute dann, bekomme ich alle vier Weisheitszähne raus. Das bedeutet, dass ich jetzt vielleicht was vordrehe, aber ich glaube es nicht, weil ich muss es auch gleich los. Dann werde ich das nicht mehr schaffen. Das kann, also werde ich die OMG-Folge jetzt erstmal hier so eine kleine Pause machen, so bis meine vier Weisheitszähne und meine Backen wieder abgeschwollen sind. Ich weiß auch nicht, ob am Montag ein Video kommen wird, beziehungsweise am Montag drauf, weil ich keine Ahnung habe, inwiefern sich das, wie weit sich das langziehen wird. Sorry, ich bin hier gerade am, den Hals kratzt gerade ab. Ja, okay, jetzt rede ich am Schluss schon wieder zu viel. Auf jeden Fall wird es jetzt erstmal keine OMG-Folge mehr geben. Natürlich. In zwei Wochen wird es wahrscheinlich weitergehen, wieder jeden Tag und so. Aber jetzt muss ich erstmal diese blöde OP in den Weg bringen. Und verfolgt mich einfach auf Twitter. Da werde ich euch immer sagen, wie der Stand ist und wann das nächste Video kommt und. Und bis dahin, haut rein. Wir sehen uns hoffentlich ohne Hamsterbäckchen im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Euer Race Team.